Prügelei bei einer anderen Kinopremiere, bei jener von The Wrestler in Wien. Gut so, denn das gehörte zur Show. Mickey Rourke trainierte monatelang für seine Rolle als abgehalfterter Wrestler und sicherte sich damit einen Golden Globe und eine Oscar-Nominierung. Wie gut sich die echten Wrestler im Wiener Gasometer schlugen und wie viel davon lediglich Show ist, wir waren auch dabei. Sieht echt schmerzhaft aus, ist es auch. Das wollen uns zumindest die verklickern, die mit Wrestling ihr Geld verdienen oder mal verdient haben. Ich habe noch nie gehört, dass das ausgemacht ist. Die Amerikaner spulen ein Wrestling-Entertainment-Programm ab. Die können programmieren. Wir haben kein Entertainment-Programm, wir haben ein Turnierprogramm gehabt. Und da sagt keiner, dass ich jeden Tag auf Leben und dort kämpfen muss. Nur, wenn ich jeden Tag verliere, wer wird sich noch interessieren für mich? Die Wahrheit lautet aber, bei den Kämpfen heutzutage beginnt die Show, sobald eine Kamera in der Nähe ist. Das Ergebnis steht ebenfalls schon im Vorhinein fest, auch in Österreich. Wir sind Sports-Entertainment, wir wollen die Leute unterhalten. Egal, wie ich das schaffe. Ja? Wichtig ist für mich, die Leute müssen zufrieden nach Hause gehen. Das kann ich dazu sagen. Auch im Film The Wrestler gibt es für jeden Fight ein eigenes Drehbuch. Aber was den Kampf heute angeht, ich habe keine Ahnung, was du für einen Plan hast. Ich hätte da ein paar Ideen. Ich dachte, wir heizen dem Publikum erstmal ein, dann verpasse ich dir einen Tiefschlag, dann kommt der große Bulldog. Ach, tob dich richtig aus, Mann. Training ist beim Wrestling trotzdem oberstes Gebot, denn solche Stürze muss man erstmal unbeschadet überstehen. Die ersten zwei Jahre waren bei mir nur reine Fallschule. Immer nur fallen, 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 fallen. Ich empfehle jedem das, was der Mickey Rourke selbst gesagt hat, der selber mal Boxer war, als junger Bub. Der hat so lange über Catching gelächelt, bis er ein erstes 2-Stunden-Training absolviert hatte, das ihn auf jeden Quadratmillimeter seines Körpers gespürt. Und tatsächlich, während der 6 Jahre als Profiboxer erlitt Mickey Rourke weniger Blessuren als in 2 Monaten Dreharbeiten. Hätte er den Film nur schon vor 20 Jahren gemacht, bedauert er in unserem Interview. Ich war so oft im Spital wie noch nie in meiner Karriere. Den Film habe ich eindeutig zu spät gedreht. Im Lauf der Zeit veränderte sich aber nicht nur seine Kondition, sondern auch sein Aussehen dramatisch. Vom Frauenschwarm zum Maskenmann. Sexy findet das niemand mehr. Ja, also ich bin schon erschrocken. Also er ist ja Berufsboxer gewesen, ne? Und hat sich 8-mal die Nase gebrochen oder so. Ich meine, das muss man schon einiges einstecken und daher die Operationen. Das ist ein Gesicht, das natürlich das Schicksal mit dem Dampfhammer hineingefahren. Aber das Gesicht erzählt was. Ich mag keine schönen Menschen aus begreiflichen Gründen. Es ist ein Vorbild, dass man so nicht machen sollte und mit seiner Visage eigentlich zufrieden bleiben sollte, bevor man da lang drum rumschnipselt. Vielleicht aber gerade deshalb berührte Mickey Rourke in seiner Rolle als heruntergekommener Wrestler The Ram so sehr, dass er dafür eine Oscar-Nominierung und einen Golden Globe erhielt. Ich habe versucht, dich zu vergessen irgendwie. So zu tun, als ob du nicht existieren würdest. Das geht nicht. Du bist mein Engel. Nach 6 Drehtagen war ich total drin in der Rolle. Ich habe alles gegeben. Und dieses Gefühl hatte ich das letzte Mal als Schauspielschüler. Lob für seine Darbietung auch von den echten Kollegen im Ring. Mir gehört sein Respekt, weil es ist ja so ein hartes Geschäft, was die Leute teilweise draußen gar nicht wissen. Und ich würde sagen, ja, er wird mithalten können. Er wird vielleicht nicht das Zeug haben, um einen Veteranen zu besiegen, aber wird auf jeden Fall mithalten können, zumindest die ersten 10 Minuten. Nicht länger als 3 Sekunden darf ein Wrestler mit beiden Schulterblättern am Boden liegen bleiben, denn dann hätte er verloren. Klar, dass die Showtalente sich immer wieder aufrappeln, dem Publikum zu lieben. Für die Leute draußen passiert im Ring etwas ganz therapeutisch Wesentliches. Der eine ist der Gute, der andere ist der Schlechte, der Böse. Ich habe Zurufe gehört am Heumarkt, die lauteten: Hau den Karoff einer in die Goschen, weil der schaut genauso aus wie mein Chef. Das war immer ganz lustig. Vor allem die Sprüche der Damen, die man so hörte. Ne? So, reiß am Herz aus und scheiß am in die Brust. Bei mir ist das nicht der Fall. Nein, mir tun sie eher leid und ich hoffe, sie verletzen sie nicht. Ich hätte lieber, also, ja, wenn sie heil bleiben. Aber ich glaube, es tut ordentlich weh. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur gespielt ist. Einen Oscar für seine Schauspielleistung als Wrestler hätte sich also offensichtlich nicht nur Mickey Rourke verdient,
Auch dieses Vorprogramm leistete ganze Arbeit.